Nach der FED ist vor der EZB und das, was die EZB, vor allem Christine Lagarde, zu sagen haben wird, das ist eigentlich spannender als das, was gestern Jerome Powell gesagt hat, denn die Lagarde wird heute mit der EZB die Zinsen anheben, aber sie tut das vor einem völlig anderen Hintergrund, als Jerome Powell das gestern mit der FED getan hat, denn die Wirtschaft in der Eurozone, die ist schwach, vor allem Deutschland ist extrem schwach, während in den USA die Zinsanhebungen bis auf einige Sektoren wie Commercial Real Estate, also vor allem Büro, Immobilien, solche Sachen, wenig Wirkung zu haben scheint, sehen wir, dass in der Eurozone so Dinge wie Kreditvergabe, Einbrechen und so weiter und so fort, die Daten ganz, ganz schwach sind, die Erwartungen stets enttäuschen. Also wird man bei Christine Lagarde dann sehr genau hinhören, was sie denn zu sagen hat, wie es dann weitergeht, ob man vorsichtiger wird mit seinen Einschätzungen zur Wirtschaft, wie man die Inflation sieht, aber schauen wir uns die Gemengelage mal an und starten mit der Jerome Powell, der im Grunde gestern versucht hat, so wenig zu sagen wie möglich, dann allerdings einen rausgehauen hat zum Ende der Pressekonferenz auf die Frage, ja, wie geht es denn mit der Inflation weiter? Und dann sagte Powell, naja, also die Inflation wird nicht vor 2025, und das ist ja noch eine Menge Zeit bis dahin, auf 2% fallen, nicht bis 2025. Die Märkte fanden das nicht so toll, denn das bedeutet ja faktisch, dass die Fed wohl nicht nachhaltig die Zinsen senken wird. Und wir sehen oder haben dann noch eine negative Reaktion gesehen an den Märkten aufgrund dieser Aussage. Zunächst mal war es mit Powell und mit dem Statement nach oben gegangen, vor allem als Powell gesagt hat, ja, wir haben eine gewisse Disinflation gesehen, sich berufend auch auf die letzten Headline-Inflationsdaten, Inflation a little better than expected. Aber dann hat der Powell eben auch gesagt, Inflation beziehungsweise die Fed-Staff, also die Mitarbeiter der Fed, die prognostizieren nicht länger eine Rezession in diesem Jahr. Und siehe da, das mochten die Aktienmärkte auch nicht, denn keine Rezession heißt auch keine Zinssenkung. Und dann sagt er eben auch noch hier, die Inflation wird nicht vor 2025 auf 2% fallen. Also wir sehen dieses Rauf und Runter dann während der FED-Sitzung, während der FED-Entscheidung, während der Pressekonferenz von Jerome Powell. Der Dow gestern im Plus, S&P mehr oder weniger unverändert, Nasdaq leicht im Minus. Der VIX wieder mal gefallen, 4,83% ging es da nach unten. Und das ist schon erstaunlich, dass die Märkte auf die Aussage hin fallen, dass keine Rezession kommt. Normalerweise müssten sie ja der Logik nach eigentlich steigen, der gesunden Menschenverstand-Logik nach, aber das ist derzeit nicht mehr der Fall, denn hier geht es nur um Liquidität und Zinsen stören Liquidität, also muss man sich schon fast eine Rezession wünschen. Aber wenn die Fed sagt, es gibt keine Rezession, dann erinnert das ein bisschen an Bernanke, der noch 2007 gesagt hat, nein, nein, also wir sehen keine Rezession. Inzwischen kursiert ja an der Wall Street das sogenannte Nirvana-Szenario, das praktisch auf Deutsch gesagt die beste aller Welten. Inflation kommt zurück, Fed senkt die Zinsen, Arbeitslosigkeit steigt nicht, alles gut. Aber gestern dann haben wir gesehen Bill Dudley auf Bloomberg, der ehemalige Chef der New Yorker Notenbank und dementsprechend oder der New Yorker Fed und dementsprechend ein absoluter Fed-Insider, der wahrscheinlich auch noch sehr gute Drähte in die Fed hat, und der hat gesagt, was mich überrascht hat, ist, dass Powell den September als Live-Meeting mehrfach bezeichnet hat. Er hat die Back on the Table gebracht, zurück auf den Tisch gebracht. Powell hat ja auch gesagt, also ein stärkeres Wachstum, das führt latente zur Inflation. Kein Wunder, sagt Sven Hendrik, wenn du die Finanzkonditionen aufweichen lässt. Also diese permanente Betonung, September ist ein Live-Meeting, das hat die Märkte so ein bisschen überrascht. Die Commerzbank hier mit einer Einschätzung sagt, naja, also wir glauben, dass das jetzt der letzte Zinsschritt gewesen ist. Das war es jetzt, denn wir erwarten eine schwächere Konjunktur und schwächere Inflationsdaten dann in der zweiten Jahreshälfte. Aber Powell hat immer wieder gesagt, naja, wir haben noch zweimal Inflationsdaten vor der September-Sitzung. Wir haben noch zweimal Arbeitsmarktberichte vor der September-Sitzung. Also Data is key. Wir werden uns die ganze Geschichte anschauen. Jonathan Farrow von Bloomberg hat gestern
wirklich süffisant und intelligent kommentiert. Paul war wie ein Mann, der möglichst schnell aus dem Raum heraus will. Man hat gemerkt, er war froh, als die ganze Geschichte vorbei war. Das ist einfach für ihn, glaube ich, nicht so das Angenehmste, sich da den Fragen zu stellen, sich festlegen zu müssen, weil die Fed ja auch nicht weiß, wie die ganze Geschichte weitergeht. Jedenfalls die Zinsen jetzt so hoch wie seit Februar 2001 nicht mehr. Paul hat eigentlich auch Zinssenkungen für dieses Jahr ausgeschlossen. Einige Mitglieder in der Fed im FOMC haben allerdings gehen davon aus, dass im nächsten Jahr irgendwann die Zinsen senken werden. Dann die Datenabhängigkeit und dann auch interessant, die Zinsen könnten selbst dann sinken, wenn die Fed weiterhin noch Quantitative Tightening betreibt, also die Bilanzsumme reduziert und so weiter und so fort. Also wir sehen, das ist die Ausgangslage. Gucken wir uns mal an, wie die Wahrscheinlichkeit für die weitere Zinsentwicklung in den USA ist. 22% beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im September nochmal die Zinsen anhebt. Wenn wir in den November gehen, dann liegt die bei 29,9%, also knapp 1:3 die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal etwas passieren wird. Aber wie geht es mit der Inflation weiter? Die Bank of America hat jetzt gezeigt, wenn die Inflation nicht von Monat zu Monat unter 0,1% sein wird, dann werden wir zum Jahresende CPI, also praktisch eine Headline-Inflation, über der 3%-Marke sein. Und das ist still too high for the Fed, immer noch zu hoch für die Fed. Gestern und vorgestern haben wir den größten Anstieg bei Benzinpreisen in den USA gesehen, seit März 2022. Also da kommt diese Preissteigerung bei Energiemetallen, Agrarstoffen und so weiter. Das wirkt natürlich inflationär und kommt jetzt langsam an. Dennoch der Dow Jones gestern mit 13 Tagen in Folge jetzt im Gewinn, wenngleich die letzten drei Tage Mini-Plus waren, wenn man so will. Aber das ist die längste Strecke seit Januar 1987. Wir sehen unten mal den S&P 500 und die Aktien im S&P 500, die über dem 20-Tages-Durchschnitt handeln, die ist rückläufig, aber der Index macht dennoch neue Hochs, eigentlich eine negative Divergenz. Aber dann kam nach dem gestrigen Hin und Her bei der Fed oder der Marktreaktion auf die Fed, dann kam Gesichtsbuch, ehemals Facebook, jetzt Meta mit guten Zahlen, vor allem die Prognose, die Umsätze besser als erwartet. Offenkundig hat man die Preise gesenkt um 16%, um einfach mehr Ad-Impressions zu bekommen. Das ist gelungen, die Aktie dann bei $319 geschlossen. Das hat dann den Nasdaq und die Märkte insgesamt wieder nach oben gezogen, die eigentlich mit der Fed nicht so gut gelaunt waren. Und jetzt gehen die Märkte davon aus, dass die Fed dann im nächsten Jahr, beginnend März 2024, die Zinsen fünfmal senken wird, aber gleichzeitig 12% Earnings Growth bei den Unternehmen der Fall sein wird, also das Gewinnwachstum 12%, aber wenn die Fed die Zinsen fünfmal senkt, dann tut sie das wahrscheinlich, weil wir eine Rezession haben. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Entweder es gibt dieses Gewinnwachstum, weil die Wirtschaft stabil bleibt, oder es gibt es eben nicht. Dann haben wir die Situation, dass eben die Fed die Zinsen senkt wegen einer Rezession, die man ja jetzt für dieses Jahr noch ausschließt. Aber gucken wir nach China, da bleibt die Wirtschaft schwach. Industriegewinne minus 8,3% im Juni. Zum Vorjahresmonat minus 16,8%. Hier sehen wir mal in dieser Grafik, das ist im Grunde seit 2022 ist da die ganze Geschichte mau. 2023 ist sowohl bei Privatfirmen, staatseigenen und fremden Firmen die Lage schwierig. Und das sehen wir jetzt auch bei Volkswagen. Hier sehen wir vor allem, dass die China-Verkäufe sehr, sehr schwach sind. Und jetzt kommt mehr und mehr chinesische Konkurrenz auch zu uns nach Deutschland. Das wird für VW ein ganz, ganz schwieriges Ding. Mercedes heute mit deutlich besseren Zahlen, da weigert man sich Preise zu senken. However, nochmal China. Debt Ratio, also die Schuldenhebelung, hat einen neuen Rekord erreicht. Kreditvergabe sehr, sehr schwach. Und hier sehen wir mal, die Verschuldung ist eben maßgeblich gestiegen. Gerade Household Debt to GDP Ratio, also die Leute sind immer verschuldeter, weil sie Immobilienkredite aufgenommen haben. Und das Problem in China ist, dass die Immobilien an Wert nicht mehr steigen, sondern latent fallen. Das sind Vermögensverluste, die man hier erzielt oder hier hinnehmen muss. Und hier sehen wir mal,
Die Schuldenquote Chinas liegt bei knapp 300% zum BIP, vor allem weil eben die staatseigenen Unternehmen sehr, sehr schwach aufgestellt sind und hoch verschuldet sind. Schwach ist auch das Stichwort für die Eurozone. Und da ist jetzt Christine Lagarde in der blöden Situation, dass der City Economic Surprise Index, der die Abweichung der Daten von der Erwartung bemisst, immer schwächer geworden ist. Aber man hebt trotzdem nochmal die Zinsen an. Das muss begründet werden. Hier sehen wir mal, die Einkaufsmanager-Indizes Services und Manufacturing weisen klar nach unten in der oberen Grafik. Und unten sehen wir, dass die Märkte davon ausgehen, im 4%, vielleicht, dass im September doch nochmal die Zinsen angehoben werden. Aber dann war es das. Dann sollten sie langsam sinken, zumal eben das eigene EZB-Modell eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 100% eigentlich vorhersagt, auch anhand invertierter Zinskurven. Und wenn wir uns hier so ein paar Headlines, die wir auf Finanzmarktwelt gebracht haben und die wir uns ja nicht aus der Nase ziehen und frei erfinden, sondern die der Fall sind, Geldmenge im Einschrumpft um 8%, also Geldmenge geht zurück, das erste Mal in der Geschichte der Eurozone. Kreditnachfrage kollabiert mit minus 42% zum Vorjahresquartal. Die Sparkassen schlagen Alarm, weil die Kreditzusagen um 40% eingebrochen sind. Und jetzt sagt die Commerzbank, wenn sie das Ganze zusammenfasst. Naja, wir werden wahrscheinlich heute die letzte Zinsanhebung sehen, denn die Wirtschaft wird schwächer. Aber der Lohndruck bleibt hoch, gerade im Dienstleistungssektor. Deswegen wird die EZB auch die Zinsen nicht senken. Also wir werden jetzt sozusagen dieses Hoch dann auch länger sehen, dieses Zinshoch, weil eben die Dinge so ein bisschen nach wie vor schwierig sind. Inflationsdruck durch Löhne, auf der anderen Seite eine schwache Wirtschaft. Die EZB selber ist zerstritten. Stournaras von der Grieche oder auch die Italiener, Visco, wie sie alle heißen, sagen Stopp mit den Zinsanhebungen. Andere sagen doch, wir müssen weitermachen. Aber das ist eben jetzt dieser Kampf. Derzeit ist Lagarde noch im hawkischen Lager, aber man wird sicherlich nachdenklich geworden sein durch die Daten, die wir gesehen haben und vor allem das, was die Commerzbank hier formuliert. Die Transmission, also die Übertragung der Geldpolitik in die Wirtschaft, die läuft in der Eurozone, ob durch die EZB oder weil die Wirtschaft per se schwach ist. Jedenfalls sehen wir Wirkungen, Kreditnachfrage und so weiter, Kreditvergabe, während das in den USA eben nicht so der Fall ist. Bis auf einige Sektoren, weswegen das Risiko aus meiner Sicht eben höher ist, dass die Fed eher noch erhöht als die EZB erhöht. Und das wäre dann Dollar positiv. Heute frische Daten aus Deutschland, IFO, Beschäftigungsbarometer gesunken. Wir sehen, dass die Einstellungsbereitschaft jetzt zurückgeht, also dass der nachlaufende Indikator Arbeitsmarkt jetzt auch in Deutschland immer stärker reagiert. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen, heute nur zwei. EZB wird Zinsen anheben, aber das Ende naht. Da nochmal alles, was Sie wissen müssen vor der EZB. Wir werden die Entscheidung 14.15 ist es, glaube ich, die EZB-Entscheidung und dann 14.45 die Pressekonferenz von Lagarde natürlich abbilden. Erste Empfehlung hier. Und die zweite Empfehlung, was macht eigentlich der DAX? Die Kursschwankungen nehmen zu. Wie wird der auf die EZB reagieren? Also diese beiden Empfehlungen. Wir sehen uns dann später hoffentlich zur EZB. Ich sage Servus, ciao.